Achten Sie bei der Arbeit mit langen Teleskopstangen auf eine ergonomische Körperhaltung. Führen Sie den unteren Arm mit dem Ellbogen nah am Körper und die obere Hand in Schulterhöhe. Die rechte Hand liegt unten am Stopper, um die Auf- und Abwärtsbewegung zu kontrollieren. Mit der oberen Hand führen Sie die Stange. Wenn ich diese oben auflege, kann ich etwas mehr Druck auf die Stange ausüben. Bewegen Sie den Körper vor und zurück und führen Sie somit die Stange auf und ab. Je nach Höhe des Gebäudes gehen Sie mit der Stange vor und zurück. Schauen Sie nicht die ganze Zeit nach oben. Entlasten Sie so Hals und Schulter, indem Sie nur gelegentliche Kontrollblicke seitwärts nach oben machen. Wenn der Wechsel zwischen zwei Scheiben durch ein Hindernis erschwert wird, hier eine Laufschiene, muss die Bürste auf eine andere Weise umgesetzt werden. Versetzen Sie die Stange in leichte Schwingung und nutzen Sie den Schwung, um sie aufs benachbarte Fenster zu bewegen. Dies bedarf etwas Übung und Vorsicht. Bodentiefe Scheiben reinigen Sie am besten mit kürzeren Stangen. Je nach Verschmutzungsgrad gehen Sie mehrfach über die Scheiben. Wenn Fenster das erste Mal mit Reinwasser gereinigt werden, können kleine weiße Punkte zurückbleiben. Dabei handelt es sich um Tensidrückstände der klassischen Glasreinigung, die aus den Strukturen gespült werden. Wir benötigen 2 bis 3 Reinigungsvorgänge, um diese Rückstände restlos von der Scheibe zu bekommen. Wenn Sie zu Beginn der Reinigung bereits grobe Verschmutzungen, wie zum Beispiel Vogelkot, erkennen, weichen Sie diesen beim Ausfahren der Stange bereits ein. Anschließend löst sich der Schmutz schneller beim Reinigungsvorgang.